Und sag schon mal auf Wiedersehen. Noch 5 Sekunden. Tschuh. Um. Um. Komm schon. Geht doch. So, hallo zusammen. Da sind wir wieder in DCS World. Gleich im Cockpit unserer F-18. Heute Mission Nummer 9. Und diesmal bin ich mir sicher, dass es Mission Nummer 9 ist. Von der Kampagne des Serpent Set Nummer 2. Und die Mission heute Laser Blazer. Wir haben das letzte Mal, wenn ihr euch erinnert. Ich überlege gerade, muss ich selber überlegen. Was haben wir das letzte Mal eigentlich gemacht in der Mission? Ja, wir haben ein paar Bodentruppen unterstützt. Ich weiß, dass ich am Ende noch an einem Damm unterwegs war und ich weiß, dass ich einmal abgeschossen wurde. Ja, heute ist das Ziel. Ach genau, wir hatten das Treffen der Schlange von Snake versucht zu stören und haben da ein paar Gebäude angegriffen mit Laser Mavericks, die JTAC für uns gelasert hat. Und natürlich war die Schlange nicht dabei. Und hat jetzt einen Vergeltungsangriff gestartet, und zwar in der Nähe von Kutaisi. Ich glaube, es ist Kutaisi. Kutaisi, ja. Da wird also die Basis angegriffen, und wir sollen natürlich wie immer sofort starten, hinfliegen und das Ganze unterstützen. Und diesmal haben wir 6 GBU-12 dabei, also 6 Laser-Guided Bombs. Und ein Targeting-Pod. Endlich. Also, so dass die Mission das wirklich vorsieht. Wird mir langsam Zeit. Es ist nur leider der falsche. Es ist nämlich der Lightning-Targeting-Pod und nicht der AT-Flare. Deswegen werde ich mir, denke ich mal, erlauben, beim Start der Mission das einmal zu wechseln. Ich bin mir sicher, die Mission wurde gebaut. Da gab es den AT-Flare noch nicht. Den gibt es ja noch nicht so lange. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass während die Kampagne gebaut wurde, überhaupt der erste Targeting-Pod verfügbar wurde für die F-18. Also die Kampagne erscheint mir recht alt zu sein. Aber es macht nichts. Sie ist eine hübsche kleine Trainingskampagne, würde ich sie nennen. Also sie ist jetzt nicht so wahnsinnig komplex. Man muss keine Formationen fliegen. Man muss, ja, man hat nicht so viel Luftkampf. Es ist schön, um die ganzen Systeme mal so ein bisschen kennenzulernen, nochmal zu üben und ja. Und natürlich, man hat ja gesehen, selbst absolute Vollprofis wie ich werden hin und wieder trotzdem abgeschossen. Da kann man auch nichts machen. Gut, genug gequatscht. Wir sind auf dem Katapult, so wie es aussieht. Das heißt. Oh. Gut, wir halten die Position, während ich hier nochmal den Rest schnell checke. Trümmerung passt. Das alles an. Das sieht alles gut aus. Licht ist schon an. Da ist ein Hubschrauber unterwegs. Rettungshubschrauber. So. So, das können wir eben schnell noch mal hier machen. In der Zwischenzeit Tarkan 75 X-Ray Data Link an, Data Link an, HMD an. Ah, da haben wir ja unsere GPUs drunter. Warten wir noch kurz, der Targeting-Pod ist dran. Passt.
Dann kann es losgehen. Fahrwerk klappen. Gearing Turn. Nicht vergessen. Fuß und 300 Knoten. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe das Fahrwerk noch nicht drin. Ich hoffe, es fährt noch korrekt ein. Wenn man nämlich zu schnell ist, dann fährt es nicht mehr vernünftig ein. Ich habe den falschen Knopf gedrückt zum Einfahren. Passiert manchmal. Gut, dann den Tank, den Pott, der kann sich schon mal warm laufen. Der Rest ist erstmal noch egal. Ich frage mich, ob der Waypoint 1 zufällig bei 7 Meilen ist. Aber es ist ein bisschen, scheint noch ein bisschen weiter weg zu sein tatsächlich. Meine Waffen kümmere ich mich dann gleich einmal. Wir sind 7 Meilen vom Carrier. Wir können ein bisschen Gas geben. Und dann geht's auch gleich auf Höhe. Spiegel noch ausklappen. Auf zu Wegpunkt 2. Und dann achten wir darauf, dass wir nicht unter 15.000 Fuß etwa fallen. Dann kommen wir nämlich in die Range der Manpads. Und wir halten uns schön weit oben und schmeißen hoffentlich ganz entspannt einfach ein paar Laser-Guided Bombs. Und dann wird das eine super easy peasy, lemon squeezy, einfache Mission. Heute im, wie es aussieht, wirklich schön Georgien. Was haben wir denn hier? Wir haben ja gar nichts eingestellt. Ein bisschen trimmen. Wir haben mich, dadurch, dass der Targeting-Pod jetzt links hängt, tatsächlich die Trimmung ein bisschen. Da muss ich ein bisschen nachtrimmen, weil wir sonst immer nach links rüber kippen. So. Code 1688. Einmal den Standardcode hier verteilen überall. One six eight eight. One six eight eight. So, Fuse an. Mode Auto. Copy. Wir drehen zum Wegpunkt 3. Paar Wolken haben wir dazwischen, aber ich hoffe, ich meine, wir haben noch ziemlich viele Lücken. Das müsste schon echt Pech sein, wenn genau über unserem Zielgebiet später eine Wolke hängt. Deswegen bin ich da ganz optimistisch, dass das ohne Probleme klappen wird gleich.
Genau, ist auch nicht allzu weit, 56 Meilen, da sind wir schon deutlich weitere Strecken geflogen. Wir steigen trotzdem mal noch ein bisschen weiter. Und ich war hier stehen geblieben. So, Fuse Instant. Und der Rest, wir werfen schön eine nach der anderen ab. Den Flare können wir schon mal anschmeißen. Ground Mode können wir schon mal anmachen, also Fence in. Scharf stellen das Ding. Darf ich nachher nicht vergessen, dass ich das immer wieder scharf stellen muss oder manuell lasern. Ja, hier sind beide Codes LST und LTD 1688. Das sollte also alles passen. Wir sind gearmt. Ja. Du kannst also gleich tatsächlich losgehen. Schalter wieder ausgesprungen, ja. Also Nordwest sind die VIP, Northeast sind Mortar anscheinend. Und wir sind Angels 30, das ist mehr als hoch genug. Kurz mal einen Autopiloten reinhauen, dann kann ich mich hier drauf konzentrieren, den Targeting-Pod rumzuspielen. ATC kann auch rein. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ein paar Ziele finden. Versuchen wir es mal Infrarot. Ja, also da haben wir den Runway, die Basis, da brennt der Teil, der da schon angegriffen wurde. Mal kurz, habe ich hier zufällig nochmal das Satellitenbild drin, zufällig? Nein. Ich nicht. Im Briefing war ein praktisches Satellitenbild dazu. Okay, das ist die East Perimeter Road. Now northeast this perimeter route to another road forming a junction. Also hier. Und genau nördlich davon ist ein Feld. Oh, wir meinen bestimmt eine andere Kreuzung irgendwo. Stimmt da. Und da ist ein Feld. Das ist ein Mörser. Ach, jetzt kommt eine Wolke. Natürlich ist genau über dem Zielgebiet eine dicke Wolke. Alles andere wäre ja auch viel zu einfach gewesen. Naja, wir können trotzdem schon mal tatsächlich alles scharf schalten hier. Und dann gucken wir noch mal. Niemals Northeast. Main Road goes around our East Perimeter on our in our road. East this Perimeter Road meets another. In our Northeast. This road meets another, forming a junction. Immediately north of this junction is a light straw field. Okay, gucken nochmal. So, das ist die Perimeter Road. Nordöstlich ist eine Junction. Könnte auch diese sein. Und immediately north
Also wahrscheinlich hier in dem Feld irgendwo. Die Mörser. Das heißt, gerade wieder noch eine Wolke direkt davor. Wir machen mal ein bisschen langsamer. Da sind sie. Meine ich. Bin ich mir einigermaßen sicher. Machen wir uns mal einen Markpoint drauf. Passt. So, Bombe ist scharf. Instant Fuse. Autolaser ist auch an. Und ich glaube, Wolken haben wir keine. Ich gehe mal ganz stark davon aus, das sind die. Dann geht's gleich los. Sechs Sekunden. Bombe ist weg. Dreißig Sekunden bis zum Autolase. Ah. Trim, 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 trim. Lasing. 10 Sekunden bis Impact. Hat getroffen. Okay, to our southeast. Taxiway to our southeast. Gut, dann müssen wir einmal drehen. Laser wieder scharf schalten. Ich glaube, man sieht gar nicht, wo meine Bombe eingeschlagen hat gerade. Die müsste ja da in dem Feld irgendwo gelandet sein. Gut, wir müssen noch ein bisschen mehr hier. Ein bisschen großzügiger die Kurve fliegen. Also ein bisschen enger. So, da ist sie. Uiuiui. Hab ich den Autopilot verabschiedet. So, Autopilot, Höhe halten. So, Southeast. Southeast ist die Richtung. Ja, da ist er. Haben wir. Markpoint vorsichtshalber, falls wir ihn verlieren. Laser ist an, Bombe ist ausgewählt. Müssen wir gerade ordentlich drehen.
4 Sekunden bis zum Release. Da ist die Bombe unterwegs. Huch, sorry, falscher Knopf. Trim, trim, trim. Oh, 3 Sekunden bis zum Lasing. 5 Sekunden bis zum Einschlag. Kaboom. Na, und nächstes Ziel. Um eine T-Junction. Da. East Perimeter Road, Moment. Da ist das. East Perimeter Road ist da. T-Junction. Da ist die Brücke. Jetzt gedacht, das meint der. Aber da ist kein Panzer. Da ist der Runway. T-Junction. Was könnten die meinen? Traveling South kann ja eigentlich nur. Da ist ein Zug, aber kein Panzer. Was sonst noch? East Perimeter Main Road from the T Junction. East. East ist. Diese Seite hier. Vielleicht da. Ah. Bin noch richtig orientiert, oder? Ja, also East ist die Seite, die mir jetzt näher ist. T-Junction. Traveling South. Aber South ist ja die andere Richtung. Also. Da ist er. Upp. Ah, Mist, jetzt sollte ich den mal lieber nicht verlieren. So passt das. Aber das ist jetzt ein bisschen tricky, weil wir von hinten ankommen. Müssen wir die Bombe ein bisschen später abwerfen, weil sie sonst eventuell nicht weit genug fliegt, um den zu erwischen. Laser. Pickle. Ich hoffe, das hat geklappt.15 Sekunden bis Laser.
5 Sekunden. Laser. 5 Sekunden bis Einschlag. Hat gesessen. Sehr gut. So, West Perimeter Road diesmal und dann Richtung Norden unterwegs. City, da gefunden. Mal gucken, was wir da hindrehen. Laser schon mal scharf schalten. Aufpassen, dass wir eben versuchen, Targeting Pod das Ziel permanent im Auge behält. Komm rum, wir kommen rum. Gleich haben wir ihn vor uns. Da sind wir. Warum kriege ich keine Launch-Anzeige? Da sind wir schon im Range. Vielleicht sind wir schon im Range. Ich versuch's mal. Picker. Also ich bin schon drüber. Shit, die Bombe wird ja nicht mehr hinkommen. Kann ich das manuell lasen? Die wird daneben gehen. Okay. No. Oh, das kommt in die Nachrichten. Da habe ich irgendein Wohngebäude erwischt. Drehen wir hier mal schnell. Ist hier noch da? Ja. Mal gucken, ich hoffe, die Reichweite reicht jetzt. Jetzt habe ich auch ein Release Queue. Laser ist an.
Und der steht auch noch freundlicherweise. Das heißt, da kann nichts schief gehen. Echo. Huch. Zehn Sekunden bis Laser. Noch fünf. Und dann sehen wir, glaube ich, auch gleich wie die Bombe, hoffentlich. Ja, da ist der Laser scharf. Erwischt. Ach komm, ich hab doch noch eine GBU. Die letzte kann ich doch auch noch verwenden hier. East Perimeter Road. Heading north in the trucks. Jawohl. Ich gebe dem führenden Fahrzeug einen mit der Bombe noch und dann hole ich mir die Rest mit den Guns. Arm. Wir müssen hier wieder ein bisschen deutlicher drehen. Fünf Sekunden bis Release. Release. Das war unsere letzte Bombe. So, noch 10 Sekunden bis zum Laser. Und sag schon mal auf Wiedersehen. Noch 5 Sekunden. Tschu. Um. Komm schon. Geht doch. So, der Rest fährt hier gerade noch fröhlich davon. So freundlich da einmal stehen zu bleiben. Boah, die sieht man wieder nicht mehr. Ja. Markpoint Vorsitzhaber draufsetzen. Und dann verlasse ich mich da mal drauf, dass wirklich keine Manpads mehr da sind. So, und die stehen. Der andere da direkt daneben. Ich glaube, der steht hinterm Baum. Und habe ich recht? Ja. Wir stehen da zwischen den Bäumen.
versuche mal von ein bisschen anderen Winkel anzukommen, dann habe ich bessere Chancen, beide auf einmal zu erwischen. Wenn sie nicht gleich wieder losfahren. Okay. Ich glaube, so ist ganz gut. Na, hätte man noch ein bisschen weiter fliegen können. Wo steht der? Da. Ui. Schön. Gut, das war's. Alles ruhig, hat er gesagt. Dann können hier Targeting-Pod auch wieder aus. Und wir machen uns auf den Weg nach Hause. Stannis ist nur keine 50 Meilen weg, kann ich direkt schon mal anfunken. Das war doch mal eine hübsche kleine Mission. Bisschen Zielübung. Gucken, ob die Landung jetzt gleich genauso reibungslos klappt, wie das eh und je bei mir der Fall ist. Was soll schon schief gehen? Ja, und dann war das auch schon die vorletzte Mission. Bin gespannt, was die letzte für uns parat hält, und dann war es das schon mit der Kampagne. War, wie gesagt, bisher eine echt nette Einsteigerkampagne. Nicht so extrem anspruchsvoll wie die ein oder andere Mission hier von mit den Tomcats. Cage the Bear zum Beispiel, die war ja echt teilweise haarig. Cage the Bear war haarig. Steht hier. Bär. Haarig. Naja. Und ja, hat Spaß gemacht. Ja, ich sehe auch schon Mother vor uns. Da unten. Was man auf jeden Fall in dieser Kampagne gut lernt, ist, mit Treibstoff umzugehen. Ich bin das so gewohnt, noch mit einem Zusatzbag unterwegs zu sein. Also nochmal, weiß gar nicht, wie viel drin ist. 2000 Pfund? 2500 Pfund? Zusatztreibstoff dabei zu haben. Dass das echt interessant war, mal ohne unterwegs zu sein. Sind es so viel? Sind es 2000 Pfund? Oder sind es nur 500? Ich bin gerade irritiert. Muss ich gleich mal nachlesen, wie viel eigentlich in so einem Fuelback reinpasst. Oder ihr schreibt es mir in die Kommentare, dann brauche ich nicht selber nachgucken. So, wir gehen runter. Und dann gehen wir auch direkt in die Case One Recovery. Guck raus.
Lichter an. Ansonsten Anti-Skid ist off. Hook-Bypass ist auf Carrier. Und passt der Rest auch schon. RWR können wir schon mal ausschalten. Nicht, dass wir hier noch abgelenkt werden durch irgendwas. Nur 10 Meilen. Ah, 10 Meilen. Unsere Geschwindigkeit sieht schon ganz gut aus. 350 Knoten wollen wir haben. Und es nur noch runter auf 800 Fuß. Signal ist Charlie. Wir müssen ein bisschen Schub geben. Aber nicht ganz so viel. So, Höhe passt einigermaßen. Kurs passt auch einigermaßen. Geschwindigkeit, ja, ein bisschen schneller können wir noch. Mein Blick aufs Deck. Das sieht gut aus. Wir haben am Ende steht noch ein Helikopter. Der soll uns aber nicht weiter belasten. Und dann gehen wir in die Break. Fahrwerk. Klappen. Da ist der Carrier, passt. Wir richten uns einmal aus und sinken noch ein bisschen. Dass man den ausrichten hat, nicht so gut geklappt. Oh, wir sind zu hoch. Durch die Hand vom Steuer nehmen muss, um blöde Hornet Ball zu melden. Ach, das war ein bisschen sehr hart. Ja, das war von vorne bis hinten auch nicht sauber. Probieren wir gleich nochmal.
Wir sind ganz schön doll und niedrig. Oh, ist ja die Kante. So sieht das schon alles viel besser aus. Auf jeden Fall schon mal viel ruhiger bisher. Guck, sind wir auch schon besser auf dem Gleitpfad. Bisschen zu eng geflogen, aber es geht sich noch aus. Kommen-Menü hat mich verlassen. Jawohl. Wire One. Naja. Überlebt, das ist das Wichtige. So, Mission erfolgreich abgeschlossen. Na denn, würde ich sagen, machen wir noch das Obligatorische und schauen kurz ins TagView. Auch wenn, wie gesagt, auch diesmal nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Ja, trotzdem in die Nachrichten kommen, weil ich eine Laser-Guided-Bomb mitten ins Nirgendwo geschmissen habe. Da war ich nämlich über dem Ziel direkt und ja, dann ist die mitten ins Nix gegangen. So, wir sind vom Carrier gestartet, schön nah an der Küste diesmal. Gestiegen auf 30.000. Ja, hier sind einige. Was ist denn da? Da ist noch eine SA-8 dazwischen. Okay, da sind nicht nur Manpads. Da war noch eine SA-8, die habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da sind zwei SA-8s. Oha, und ich bin in die Range reingeflogen. Dass sie gar nicht gefeuert haben. Oder war ich so blind, dass ich davon nichts mitbekommen habe? Nö, eigentlich. So, da war die Mörserstellung als erstes. Dann haben wir eine Kurve geflogen. Dann stand da irgendwo ein Panzer. Genau. Oder BMP. Dann kam das nächste BMP hier die Straße runter, meine ich. Genau, da ist er unterwegs. Auch erwischt. Nächster BMP hier, da die Straße runter. Und das ist der, wo ich jetzt einmal drüber geflogen bin. Viel zu spät, die Bombe, oh Gott, die ist ja sonst wo gelandet. Nochmal gedreht. Und die letzten Panzer erwischt, die ganzen Sam-Stellungen gehen aus. Das man kann wirklich gefahrlos mit der Gun angreifen. Ich habe trotzdem nochmal eine Bombe drauf geschickt. Und die anderen beiden haben sich ein bisschen verteilt. In Position gebracht. Zerstört. Und dann ging es auch schon ab nach Hause. Und diesmal einmal geboltert und das zweite Mal hat aber geklappt. Ja, so, das war's. Mission Nummer 9, vorletzte Mission. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge, ich würde sagen. Wir machen eine kurze Getränke- und Keksholpause und sowas. Und dann gucken wir doch einfach mal und gehen direkt in die nächste Mission. No?
Mission Nummer 10, großes Finale. Ich bin dabei. Ich hoffe, ihr auch. Gebt mir so, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten Pause. Und dann geht's hier weiter. Also, bis gleich.